Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich bin's, der Black. Und ja, wir sind hier mit Nick bei einem Auftrag von dem lieben Kenji, genau. Und Ray, die ihre Tochter Kazumi suchen, die entweder entführt wurde oder weggelaufen ist oder was auch immer. Jedenfalls, das versuchen wir herauszufinden. Dazu haben wir schon einige Hulu-Bänder abgefarmt. Und ja, hier nehmen wir Nummer 5, glaube ich. Gucken wir mal. Protokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kazumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Komm gleich! Sehen wir uns mal. Verdammt. Habe ich das aufgenommen? Tja, okay, das wird wohl eine der ersten Nachrichten gewesen sein, die sie gemacht hat. War vermutlich die erste. Das heißt, sie hat sich gleich am Anfang mit dem Holo-Projektor beschäftigt. Ja, nicht erst mit einer Lampe angefangen. Nein, erst gleich der Holo-Projektor. Okay, aber warum nicht? So, ich denke mal, da wir schon da sind, werden wir uns... Nee, ich rede erst nochmal mit den Typen. Mal schauen, ob sie noch was wissen. Mal gucken. Einfach... Nur zum Nachfragen hier von den Entschuldigung, Sachen. Entschuldigung, Mr. Nakano? Hattest du Fragen? Zu meiner Tochter? Ja. Aber, nö. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Übrigens, ich hab's gerade gesehen. Habe ich in der letzten Folge verpasst, also habe ich es zwischen den Folgen gemacht. Ich habe mal den Helm abgenommen. Ist vielleicht ganz günstig, weil es schadet nicht, wenn wir auch mal bei den Gesprächen mal wieder das Gesicht sehen. Klar, bei den Kämpfen müssen wir es wieder aufsetzen, aber ja, das kriegen wir auch hin. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Im Bootshaus. BZW, Schaufel, na gut, Lagerhaus ist jetzt nicht viel. Ich frage mich sowieso, also, na gut, muss halt herunterkommen, alles aussehen, ist ja logisch. Aber nach 200 Jahren, da sollte man doch so langsam angefangen haben, hier ein bisschen was zu restaurieren, die Häuser wieder abzudichten. Ich meine, so kann doch keiner leben. Aber ja, wie gesagt, ist ein Spiel, also, alles gut. So, das nehmen wir noch mit. Weil Klebeband werden wir immer mitnehmen. Abgenutztes Klemmbrett, ein Bilderrahmen untersuchen. Aha, dieses liebevoll aufgestellte Bild wirkt hier fehl am Platz. Du findest im Rahmen einen versteckten Schlüssel. Aha. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch das Schloss dazu finden. Jo. Den Kronkorken nehme ich auch mit. Ein Kristalldekanter. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja. Ich sammle gern. Weißt du doch. Solltest mich mittlerweile kennen. So, Metalleimer, Schrank. Schraubenschlüssel. Hier unten auf dem Boden eventuell irgendwo eine Falltür. Ne, das ist ein Stuhl. Kronkorken, Superkleber, okay. Was haben wir hier? Günstiger Wunderkleber, Farbdose. Nee. Das Ding lässt sich nicht bedienen. Das Ding auch nicht. So, was haben wir denn? Opas Notiz. Okay. Meine liebe Kazumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles Liebe, Großvater. Tja, also ich weiß nicht, ob Kazumi ihn gefunden hat. Ich schon. Die Sicherung nehme ich auch mal mit. Den Benzinkanister nicht. Nö. So, entsperren. Bootshaus, Safe-Schlüssel. Flop. Und was haben wir da? Klebeband und Kazumis letztes Holoband. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen. An dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Okay. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zyns treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden.
Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Ah, Far Harbor, alles klar. Dann bin ich hier im DLC gelandet. Okay, aber halb so wild. Schnellspeichervorgang. So, wir gucken mal weiter. Du kannst nicht in diese Richtung rennen. Jetzt will ich mal passieren. Alpha-Wand. Okay. Hüpp. Normalerweise kommt man da drüber. Aber offensichtlich kann ich nicht in diese Richtung rennen. Sauerei. Also das hätten sie sich besser einfallen lassen können, hier eine Alpha-Wand einzubauen. Dass man da einfach nicht weiter kann. Also, liebe Fallout-Entwickler, liebes Bethesda-Team, das hätte ich nicht von euch erwartet. Das wäre besser gegangen. Ich meine, ihr habt teilweise so einen Zaun gezogen. Okay, da komme ich nicht drüber, das wäre gegangen. Aber, ja, wir gehen jetzt mal zurück. Bis ans Ende. Ob wir denn direkt die Far Harbor Quest mitmachen, ist eine andere Frage. Das werden wir sehen. Wilde Karottenblume, nehme ich auch mal mit. So, wir gehen mal rein und sprechen mal mit den Leuten, ob die überhaupt wissen, was hier mit den Synths und so. Mr. Nakano? Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ja. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Naja. Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Mhm. Synths sind nach Deutlichkeiten ist Platz. Blödsinn. Bist du sicher? Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Haben wir. Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Naja. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Naja, okay. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Mhm. Naja, na gut. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel, aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. Ich weiß, es ist schwer zu warten, aber mach einfach weiter wie bisher. Wir kommen so bald wie möglich zurück. So, Berichte der Bruderschaft von der Sündzuflucht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt tun will. Nach Far Harbor reisen will ich. Wenn ich der Bruderschaft von der Sündzuflucht, dann hauen die doch gleich wieder rein. Was ist das denn hier? War ich da schon mal? Nein, da war ich... doch, da war ich schon mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sheriff in der Hand, die Stelle. Libertal, ja, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Naja, ist egal. So, gut, jetzt haben wir. Ich werde, bevor ich jetzt nach Far Harbor reise, werde ich ja erstmal hier noch ein bisschen was abarbeiten. Wir machen es aber auf jeden Fall, bevor wir hierhin reisen, an den Rand des leuchtenden Meeres, bevor wir quasi mit der Hauptquest weitermachen, reisen wir nach Far Harbor, hauen das, das DLC weg. Aber vorher, selbstverständlich, werden erstmal alle Quests hier geklärt, die wir hier so rumliegen haben momentan. Zum Beispiel, sprich mit den Siedlern bei County Crossing. Das ist eine Sache. Dann hier hinten Fort Hagen Satellitenstation. Ich denke mal, ich nehme erstmal die Siedler. Und bring Solomon eine mutierte Farnblume. Okay, die scheinbar habe ich die schon. Die USS Constitution muss noch gestartet werden. Wir gehen erstmal zu den Siedlern. Siedler. Bumm. So, zum gewählten Ort schnell reisen. Far Harbor knöpfen wir uns vor, sobald wir hier alles durch haben. Ich denke mal, das ist eine gute Vorgehensweise, eine gute Taktik, weil, wie gesagt, Far Harbor ist ein komplett anderes Gebiet. Da werde ich erstmal eine Weile festhängen, deswegen will ich erstmal das, alle nötigen Handlungsstränge hier abschließen, bis auf natürlich die Hauptquest. Einfach um zu, ihr kennt ja mein Gedächtnis, wenn ich vergesse, was zu tun ist, wird's doof. So,
So, ist hier überhaupt jemand, mit dem ich sprechen kann, oder was? Da, tatsächlich. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Wir stecken hier echt in Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du uns helfen. Ja. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Es sind diese verdammten Grünen heute. Die Supermutanten. Immer wenn sie kommen, müssen wir flüchten oder uns verstecken. Sie nehmen alles mit, was sie fressen können und zerstören alles andere. Und wenn wir sie mal nicht kommen sehen, sind wir alle tot. Wir können so nicht weiterleben. Bitte, du musst uns helfen. Natürlich. Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. So, töte die Supermutanten bei Hub 360. Valentine hat das gefallen, das ist toll. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Du bist nicht mit der Siedlung verbündet? Das ist mir aber null. Okay. Na gut, dann löschen wir die Supermutanten aus. Ich gehe mal von aus. Nee. Muss ja eigentlich ganz in der Nähe sein eigentlich. Powerrüstung, der ist Lock. Nee, nee, nee. Fahrhaber ist ganz oben. Muss ich mir merken, dass ich hier über das Ding dahin reisen kann, aber das kriegen wir schon hin. So. Hilfsenergie. Da. Bei Hub 360. Okay. Wir reisen mal noch Good Neighbor. Was ist das? Befehl. Ach so, der Reflexkondensator-Technologie. Na gut. Wir reisen mal nach Good Neighbor und von da gehen wir. Dann zum Ziel. Old Corners Bookstore. Was ist das? Hör den Silverschalt-Sender an. Ja, das geht ja nicht. Das startet einfach nicht. Aber wir können ja mal hin und den einfach mal einschalten. Vielleicht kommt ja zufälligerweise gerade in dem Moment, in dem wir hier durch die Gegend eiern, ein bisschen was vom Silverschalt. Weil, wie gesagt, da warte ich ja auch noch auf die eine Quest, die wir da bekommen sollen. Bis jetzt ist sie noch nicht aufgetaucht. Good Neighbor. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt hier durch. Aber die nehmen auch alle an, ne? Also ich mag das Loch eigentlich. So. Radio Freedom, Silverschaut. So. Galaxy News. Radio. So. Wenn das Böse die Straßenposten. Ja, ja, das Böse. Genau. Ja, ich gehe mal weiter, weil das kennen wir ja alles. Ich lasse es trotzdem laufen im Hintergrund. Kann sein, dass der mich jetzt ein bisschen zuquatscht. Wir haben es zwar schon ein paar Mal gehört, tut mir leid, aber ja, wie gesagt, dann kann ich mal ein bisschen die Klappe halten, die paar Minuten. Wobei, paar Minuten ist gut gesagt, aber für die Folge sind es ja wirklich nicht mehr viele Minuten. Dann schalte ich das Ding wieder aus und danach kann ich es ja immer noch wieder einschalten. Weil, wegen, ist so. Muss ja dann auch eine Abmoderation hinkriegen. Und das kann ich nicht, wenn mir ständig der Erzähler da von Galaxy... Quatsch. Von Zero Shard Radio da dazwischen quatscht. So. Komm mit, Puppe. Hier rein. Dann sind wir da. So, einmal F5 und wow, weiter. Wow, Pauly. Ich war noch nie in einem geheimen Gangster-Versteck. Was zum... Pauly, du Blödmann. Was soll das denn? Und direkt 180 Grad gedreht. Unser Versteck? In mein Versteck? Ah, entspann dich, Boss. Die ist gegangen nach Supermutanten. Nicht wahr? Oh. Wenn die... sind sie? Wer das? Ja, wenn es nicht anders geht. Ja, natürlich bin ich auch noch. Ich bin nur ein junges, dummes Mädchen, das in einem hübschen, gefährlichen... Mann. Wen habe ich getötet? Oh, nicht dich. Den da unten. Das dauert aber ewig, hier gerade das Ziel. Komm. Okay, das Mädchen kann bleiben. Aber mach die Tür zu. Da fliegt aber das ganz schön Letzte, weit. Was wir hier brauchen können, ist... Ja, ja, ich dich töten, Junge. So, ich zeig dir mal wie. Hier einfach, ich schieße einfach hier dass drauf, der ja. Silver Shroud in euer finsteres Versteck eindringt. Ja, okay. Heilige Cannoli, das ist der Schrecken des Schattens. Befehl der Supermutanten. Der eiskalte Ermittler, jetzt nicht mehr viel. Der finstere Vergelter. Pauly, du Idiot, das war ein Trick. Das ist keine normale Lady. Ganz recht, du Capo. Ja, ja, das ist die Herrin der Mysterien. Ich kenne mich da aus. Bezaubernde Begleiterin. Ich bin die Herrin der Mysterien. So, okay, hier haben wir noch einen. Blanke Bleistift. Den brauchen wir nicht. Ich glaube, hier in die Richtung musste ich. Tut mir leid, Boss. Ich habe keine Ahnung. Dein Fehler ist unser Gewinn. Na, warte du. Schießt einfach auf mich von da oben. Oh. So, Patrone, Molotow, Mischlingshund.
Ah, okay. Machen wir Frattenfleisch, nehmen wir auch mit. Okay. Ja. Unaufhaltsam, jetzt habe ich keine Lust mehr. Uiuiuiui. Wo ist er denn? Da hinten. So, okay. Du Drecksau, schleich dich von hinten an. Ja. Du mich auch. So, entsperren Einsteiger, ich mache hier mal auf, dann kann ich die da draußen auch looten. Plock. Das wär's. So, okay. Kronkorken. Und das nehmen wir auch mit. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? So, okay, haben wir ein bisschen aufgeräumt. Offenbar haben die das Weite gesucht. Sehr gut. So, ich würde mal sagen, wir suchen nicht das Weite, wir suchen das Nahe. Wir suchen das Naheliegende ab hier. Einfach mal kurz gucken, was es für Schönes gibt. Ein Bett zum Beispiel, da können wir uns drin wieder Tag machen. Das hebe ich mir mal für gleich auf. Ansonsten, es geht noch ein bisschen rauf. Noch ein Bettchen. Also bequem schlafen sie ja, die Supermutanten. Valentine ist ein Idiot. Ist auch runtergefallen. Musst aufpassen, wo du hinrennst, Nick. So, was haben wir hier? Patronen. Impulsgranaten, Splitterminen, Bajonett brauchen wir nicht. Kann ich den Helm haben? Nee. 10mm Pistole brauchen wir jetzt auch nicht. Okay. Mach's gut. So. Scheiße. Wieso scheiße? Hat den jemand abbekommen? Entschuldigung, wenn ich den auf Nick geschossen habe. War keine Absicht. So, werd schlafen, das geht jedenfalls. Dann machen wir mal gleich mal hier 10 Stunden. 10 Stunden, okay. Und ich würde sagen, das reicht auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.